Hallihallo mal wieder. Heute wird es ein bisschen monströser als sonst. Ja, deshalb habt ihr es auch lange nichts von mir gehört. Ja, prototypmäßig halt. Aber da sind jetzt 31 von diesen welchen hier verbaut. Ne? 3x1 Watt warmweiß. Und ja, ich glaube so um die 165 mA ziehen sie bei 12 Volt. Also ungefähr zwischen 2 und 3 Watt. Ne? Wenn sie dann richtig schön hell sind und dann die Kühlkörper dann hier auch richtig ihre Arbeit verrichten können und dann halt nach 2 Jahren. Na, 2 Jahre sollten sie schon durchhalten, aber kurz danach, ne, sollten sie dann den Geist aufgeben, ne, damit neue gekauft werden sollten. Ich weiß nicht, ob die Industrie jetzt so fröhlich darüber ist, aber mir ging es irgendwie auf den Senkel, dann immer und immer wieder neue Birnen kaufen zu müssen. Tja, da haben wir uns halt mal gedacht, ja, also wir, ne, ich habe noch mehrere mitlaufen, dass man die Dinger ja erstens nicht an ihrer Kotzgrenze betreiben muss unbedingt und zweitens diese ganzen Vorwiderstände, die sie da benutzen, um den Strom zu begrenzen, gibt es ja auch effektivere Methoden. Ne? Wenn ich da so an die Badewannenszene mit den Wellen denke. Ja, und auf der Basis haben wir das jetzt halt mal umgebastelt. Ne? Den Werdegang kennt ihr ja, die ersten Lampen waren ja genauso gewesen. Ne? Meißner Oszillator nach Action for Free und dann halt so weit ausgerichtet, dass es passt. Ja, immer mal. Auf der einen Seite ein paar mehr LEDs, dann auf der anderen Seite. Ja, gut, genug gequatscht. Jetzt wird gezeigt. Wir haben hier ungefähr 50 Volt. Ja, die sind alle halbwegs gut geladen. Und hier haben wir so einen Power Analyzer. Gut, ihr könnt ja, überlegt euch mal, ja, 31 von den Dingern jetzt. Ne? Ja, zwischen 2 und 3 Watt müsste ja normalerweise so, ja, so 60 Watt ungefähr, ne? Mit normalem Betrieb kosten. Bei voller Leuchtstärke, muss ich immer wieder dazu sagen. Ne? Die sind nicht volle Leuchtstärke, aber voll ausreichend hell, meiner Meinung nach. Ihr könnt es ja dann gleich mal beurteilen. So, also, wir sind angesetzt. Wie weit kommen wir runter? Das ist die Helligkeit, die sie jetzt machen. Also, ich kann trotzdem die mit bloßem Auge reinschauen. Ich kann ja die andere Lampe mal ausmachen. So. So sieht es jetzt insgesamt aus. Und die sind auch alle gleichmäßig hell, ne? So, wenn ich das richtig mitbekomme. Und wir ziehen. Irgendwas zwischen 100 und 200 mA. Oh, 300 ganz kurz. Aber ich schätze mal so im Mittel 7,5 Watt. Tja, brauche ich doch ein analoges Messgerät dann dazwischen. Die Voltzahl bleibt, pendelt ganz schön hin und her, ne? Geht mal hoch, geht mal runter. Naja, dafür, dass es aber eigentlich 60 Watt ne, sein sollten, oder 30, ne, sagen wir mal, die sind jetzt mehr als die Hälfte der Leuchtstärke, also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und schon da sind wir ja weit drunter, ne, wenn wir jetzt 30 mal ansetzen. Ja, und dann kommt man hier mit den Batterien ziemlich lange hin.